Willkommen zurück zu Dark Souls. Dieses Mal im schöneren Bild. Im Hintergrund gab es ein Update eines Grafikmods und jetzt wirkt es noch schöner. Aus meiner Sicht zumindest. Vielleicht ist der Blur-Effekt für manchen zu hoch. Aber Feuer ist jetzt wirklich so schimmrig und auch sonst. Also mir gefällt es jetzt ausgezeichnet. Ich war im Hintergrund einer PvP-Session, deshalb seid nicht erstaunt, ich habe mich völlig verändert, was Seelen betrifft und ähnliches. Und ich habe für euch ein kleines Gimmick eingebaut, nämlich zukünftig kann ich jetzt... Ich hoffe, das ist der richtige Knopf. Nee, das ist der falsche Knopf. Dann war es der Knopf. Nee, das war es auch nicht. Sag mal, ich kann es nicht mehr. Ach ja, Idiot. Hier. Es gibt die Möglichkeit, ja Zauber zu verstärken. Beziehungsweise nicht zu verstärken, sondern deren Anforderungen zu verkleinern. Und das habe ich jetzt getan. Das heißt, ich habe jetzt einen Lichtzauber. Und mit dem Lichtzauber sehen wir endlich was im Dunkeln, ohne dass ich eine Fackel tragen muss. So, hier hinten kam doch ein Gegner. Und so kann ich mich jetzt durch das Gebiet bewegen, ohne dass ich selber eine Fackel tragen muss. Ihr seht aber gleichzeitig was. Und... Wow! Da geht schon wieder los. Ich habe auch eine neue Waffe für euch. Ich fand, eine alte Waffe kann ja jetzt auch nicht immer sein. Ja, und das Licht hält nicht allzu lange. Es ist Gott. Okay. Weiße Lydia-Kapuze. Du bietest was genau? Mal kurz reinschauen. War schon lange nicht mehr hier. Kapuze eines Lydia-Pyromanten. Die Lydia-Apostel besetzten in ihrer Anmaßung die Gruft der Untoten und missbrauchten den Tod. Damit zogen sie Venitus Groll auf sich, der sie Miesetäter hieß. Ach, und jetzt ist natürlich... Ja, so weit habe ich da nicht gedacht, merke ich gerade. Wie sieht der Intelligenzring aus? Das ist er. Ich habe den Zauber nämlich so gestaltet, dass er genau ausreicht vom Intelligenzwert her. Aber nur, wenn ich den Ring trage. Das heißt, ich kann den Zauber nur benutzen, wenn ich den Ring, logischerweise einen Intelligenzring, trage, der die Intelligenzwertung meinerseits um 5 erhöht. Das und der Zauber selber habe ich auf 3 um 3 gesenkt. Das heißt, da drin ist doch sicher jemand. Wow, da oben hat es jemand. Da kommt jemand. Oh, da kommt nochmal was. Wow. Also für ein Grab ist es hier erstaunlich laut. Erstaunlich viel los. Okay, ich glaube, ich muss offensiver werden. Sonst fehlt das nichts. Weg hier. Schon ist das Licht wieder aus. Nein! Was ist denn das für ein Ziel gewesen? Wow! Und vergiftet. Ja, das... Ich glaube, das wäre mein Tod nochmal. Nein, er trifft mich durchdringend. Durch das Ding. Okay, ihr mögt euch erinnern, ich kenne das Gebiet gar nicht mehr. Wenn ich das richtig sehe, ist es 120, 131, 132. Ich kenne das Gebiet gar nicht mehr. Und der Lichtzauber, es war eine gute Planung. Aber ich glaube, das funktioniert nicht so ganz, wie ich mir das erhofft habe. Die Grundidee war ja nicht schlecht, euch bisschen mehr Seherlebnis zu gönnen. Aber ich bemerke, das ist zu kurz. So. Komm, hier. Boah, hier geht's zu und her. Also hier ist einfach enorm viel los. So, und jetzt aber. Nein, weg, 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 roll! Ja, und das ist jetzt gar nicht schlau gewesen. Komm, erhol dich. Hol dir den hier ab. Und das ist mein Tod. Ich sehe zwei Gegner nicht. Boah! Ich lass mich in die Ecke dringen. Komm, trink was!
Zauberspruch, Licht. Was haben wir hier? Festigen der Knöchelring, plus 2. Den kann ich später genießen. Ich möchte jetzt erstmal den Gegner... Ich hoffe, natürlich komme ich nicht so einfach an den ran. Wie geht's hier drin? Also ich kümmere mich um die Erkundung dieses... Was? Namenloser Thronräuber? Dich hatten wir doch schon mal. Du bist wieder hier? Hast du denn nichts gelernt? Wow! Der schlägt mir Schild weg. Na, tob dich aus. Jetzt bin ich an der Reihe. Wo kommst du jetzt plötzlich her? Ich habe nicht gesehen, was ich eingesammelt habe. Ich war so im Stress. Du kommst da aus der Mauer? Ich habe irgendwas eingesammelt. Ich habe keine Ahnung, was es war. Ich denke mal, es war sicher nützvoll. Ich war so mit diesem Thronräuber beschäftigt, der mich überrascht hat. Der ist hier aus dem... Okay, hier sieht man sowas wie eine Menschenfigur, wenn man es... Naja, ich glaube nicht. Kommen die hier aus den Mauern? Die Mauer sieht ein bisschen komisch aus. Die hier auch, wollte ich gerade sagen. Komme ich jetzt zur Rückseite des Gegners? Ach, tatsächlich! Die kommen aus der Mauer! Ist das geil! Da ist nochmal einer. Ich glaube, die sieht man im Dunkeln ein bisschen besser. Wehe, das ist eine Falle. Avelin! Ach, hier ist sie. Die habe ich sehr oft im PvP angetroffen. Ist natürlich wie immer sehr beliebt. Denn sie schießt ja 3 Bolzen miteinander ab. Kann ich dann vielleicht später mal zeigen. Jetzt genießen wir mal die Lichtstimmung, die neue. Schaut euch das an. Ist das nicht schön? Also mir gefällt's. Da würde ich eigentlich am liebsten gleich ganz im Dunkeln rumrennen. Oh, da ist wieder einer. Nützen sie ja aus, dass die Spieler die Mauern abklopfen? Das ist eigentlich eine gute Idee. Schlau gemacht. Man geht ja immer den Mauern entlang und hofft, einen Schatz zu finden. Wow. Sehr schönes Level. Auch wenn es natürlich enorm dunkel ist. Aber dem können wir Abhilfe schaffen. Was zum Geier? Was ist hinter mir erschienen? Eigentlich kann ich den Ring gerade wieder wechseln, merke ich. Weil ich keine Zauber mehr habe. Ach, wie ist jetzt die Idee schlau gewesen? Ach, Knochenring. Plus 2 gab es noch. Ich würde sagen, ich schaue nachher mit Sicherheit mal nach, weil jetzt gerade noch das Licht brennt. Wer weiß schon, wie lange das noch brennt. Hinter mir ist ein Geist erschienen. Wer weiß, was hier sonst noch für Gegner kommen. Einmal trifft er mich immer. Oh, das sind Gegner. Okay. Wow! Das sind wirklich Gegner. Super, und ich habe kein Lichtzauber mehr. Kommt ins Licht. Kommt hier, damit man euch ansehen kann. Die greifen mit 2 Schildern an. Hier. Da seht ihr gut aus. Die greifen tatsächlich mit 2 Schildern an. Wow. Das sind 2 Großschilder, oder? Das ist natürlich auch eine Kampftaktik. Wow. Wir sind nicht schlecht. Komm, wenigstens den einen weg. Also, tut mir leid, dass wir hier wieder im Dunkeln sind, aber ich hätte Lichtzauber. Komm hier ins Helle, damit man dich sieht. Okay, sie sind ein wenig behäbig. Was sind das für Monstern, hey?
wenn man sich mal überlegt, wie viel so ein Schild wohl wiegen kann. Aber sehr effektive Art und Weise, hier den Weg zu versperren. Diese Kammer haben sie gesperrt. Da ist doch sicher ein Loch. Hey, es ist doch... Komm. Nee. Wo ist es denn? Hier. Ja, wenn jetzt die Ausrichtung stimmen würde. So, nochmal. Wo war's? Hier war's. Man sieht nichts. Na super. Kein Leuchtfeuer, nix. Das heißt, ich muss da runter. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Was hast du geschrieben? Todstellen deshalb Pferd. Mhm. Sinnvoll. Meine Waffe ist leider schon sehr beschädigt. Ich muss die doch traurigerweise wieder wechseln. Ich will nicht, dass die mir mitten im Kampf auseinanderfällt. Das heißt, ab in die Falle. Wo bin ich? Schimmernder Lebensstein und Heimerknochen. Wo bin ich? Wo zum Geier? Hä? Wow! Ich hatte zumindest eine Glocke. Also ich sehe ähnlich viel wie ihr. Ich habe keine Ahnung. Wow! Kommt ja immer unendlich Gegner. Feuer zu kämpfen ist natürlich sehr schlau. Hey, also ich gehe jetzt einfach hier durch. Irgendwas schlägt mich und ich sehe es nicht. Okay. Du machst mir genügend Licht. Aber komm doch... mal ein bisschen nach vorne. Wow. Boah, ich sehe gar nichts. Weg, weg, weg. Was mache ich denn? Und hinter mir ist einer. Hey, ist das hässlich. Ist das brutal. Okay. Tod Nummer 133. Hat der Glockenschlag irgendwas damit zu tun? Hinter mir Gegner, vor mir Gegner. Also irgendwie ist das nicht der richtige Weg. Oder es muss eine andere Möglichkeit geben. Versuchen wir es mal folgendermaßen. Ja, logisch, jetzt kann ich es nicht benutzen, weil ich den Ring nicht mehr benutze. Also jetzt kann ich es nicht mehr zaubern, weil ich den Ring nicht mehr benutze. So ist es korrekt. Also, jetzt versuchen wir Folgendes. Ich habe nämlich was gesehen, was mir vorhin aufgefallen ist. Mal gucken, ob das stimmt. Genau. Ich kann mich doch als Gegner nehmen, oder? Ich kann euch zumindest zerstören. Vielleicht merken wir ja irgendwas einflusstechnisch. Ich möchte es mal in aller Ruhe beobachten. Also, das sind so Grabstellen. Okay, die kommen nicht von da. Ach, das arme Schwert. Mit dem Schwert auf Stein schlagen ist sicher sehr sinnvoll. Und das Licht ist aus. Und es ist dunkel. Und es ist nicht schön. Doch, der spawnt hier beim Grab. Eindeutig. Das kann kein Zufall sein. Geh mal weg. Da ist wieder einer gespawnt. Ich habe keine Ausdauer. Da kommt wieder einer. Genau. Genau beim Grab. Perfekt. Und ich habe das Grab zerstört in der Sekunde, wo er gespawnt ist. Und er ist weg. Da muss eindeutig ein Zusammenhang bestehen.
So, jetzt wollen wir wieder Licht ins Dunkle bringen. Aber die Herren haben offensichtlich nichts mit dem Grab zu tun. Vielleicht hat das andere auch keinen Einfluss gehabt. Ach, da hinten ist noch mal einer. Okay. Da ist er. Da kommt er. Da erscheint er gerade. Und ich habe keine Ausdauer. Was ist mit meiner Ausdauer heute los? Ach. Irgendwas ist ganz verkehrt bei mir. 134. Todesfolge. Hey, irgendwas stimmt hier gar nichts. Ausdauertechnisch. Also, ich müsste doch normalerweise wie schnell die Ausdauer regenerieren. Irgendwas. Es war doch keine gute Idee mit diesem Lichtzauber. Mir kommt so vor, als wäre es, seitdem ich den benutze, die Todeszahl enorm nach oben geschellt. Okay, fokussieren. Gräber weg. Kommen die wieder? Die kommen nicht wieder. Okay. Die erscheinen nach dem Tod nicht mehr. Kann ich jetzt überprüfen, ob die Magie wiederkommt? In dem Fall. Aber der Geist ist jetzt gerade erschienen, als ich den Stein getroffen habe. Also hier besteht durchaus ein Zusammenhang. Ach, und du triffst natürlich genau im gleichen Moment wie ich. So. Machen wir wieder Licht. Ich sollte vielleicht nicht so verschwenderisch damit umgehen, aber... Von hier bin ich doch damals gekommen, genau. Das heißt, wir gehen jetzt hier hinten durch. Haben hier Titanitbomben und verstanden Drachenknochen. Da kommt wieder einer. Scheint ein guter Sehnenfarmsport zu sein, wenn die hier unendlich kommen. Würde ich mir irgendwas aus Seelen machen? Stattdessen mache ich mir eher was aus dem Licht, das schon wieder bald verschwindet. Ach, und hier komme ich in den Hintern. Okay. Das ist super. Hier komme ich direkt in den Rücken. Das ist das blöde Ding ist hier. Wer bist du eigentlich? Getrocknete Finger, Asketen, Leuchtfeuer und glitzendes Titanit. Das ist perfekt. Das heißt, wir machen jetzt noch einmal Licht. Versuchen herauszufinden, wo das Ding ist. Müsste eigentlich direkt unter mir stehen, oder? Genau. Das heißt, wir versuchen es. Komm. Ja, super. Super gemacht. Noch besser hätte man es nicht treffen können. Himmel, Herrgott, im Zwirn. Steht hier noch was? Nee. Doch, da hinten steht noch einer. Nochmal so ein Grab. Ja, und da ist er schon. Ausdauer. Okay, wenigstens den Teil geschafft. Komm. Machen wir es doch so. Ja, wobei das ist gefährlich. Ich weiß ja noch nicht, was da oben ist. Ich wollte Anlauf nehmen auf der Treppe. Dann von der Treppe mit Anlauf hier runterspringen zu dem hier. Und da ist mir in der Sekunde bewusst geworden, ich habe keine Ahnung, was da oben ist. Machen wir es in dem Fall halb elegant. Seele eines Verlorenen. Und wir brauchen wieder Licht. Oh, oh. Ui, ui, ui. Weg mit dir. Trikolops Schlangenpastille. Sehr schön. Ey, die kommen wirklich unendlich. Wie viel Seelen gebt ihr eigentlich? Ich habe noch gar nie geachtet. 150 Seelen, naja. Okay. Schlangenringe und so weiter. Hier drin waren wir doch, oder? Das ist der Ort, wo hier ein Geist erscheint. Na, genau. Sehr schön. Das heißt, wir wechseln die Waffe kurz. Hier. Oder kann ich beide tragen miteinander? Reicht das vom Gewicht her? 70,4 reicht genau knapp nicht.
machen wir das eben ganz anders. Machen wir es halt wieder so. Das reicht. Sehr schön. Jetzt kommen wieder Geister links und Geister rechts. Jawohl. Waffe wechseln, haben wir gesagt. Wo war hier noch ein Geist? Ich glaube, hier war er, oder? Nicht hier? Dann war er hier. Irgendwo war noch mal ein Geist. Oh, da ist er. Ha! Wie lange der wohl hier im Dunkeln gelauert hat, bis ich endlich gekommen bin. Ich glaube kaum, dass sie darauf reagieren. Sinnloseste Idee ever. Nee, nicht vergiftet. Ja, man testet ja manchmal Dinge einfach so, weil sie blind ist. Aber jetzt bin ich dran. Und da mauert er sich ein und da kommt der Schlag von oben. Kommt der nächste Schlag von oben und da komme ich. Wow! Der macht einen Dreier. Vierer. Wow! So viel Beweglichkeit hätte ich dir gar nicht zugetraut. Einer. Das Schild sieht sehr eindrücklich aus. Achtet euch mal auf das Schild. Ich wünschte, ich hätte hier mehr Helligkeit. Hinterlasst ihr so ein Schild? Autoritätsgamaschen. Fallen einstmal stolzen Rittern getragene Gamaschen. Überbleibsel einer Gruppe, die einst versuchte, die Gruft der Untoten zu erobern. Für diese aus der Anmaßung geborene Tat dürfen sie niemals in Frieden ruhen und müssen als Gruftwächter dienen. Also ich bin nur auf Besuch hier. Ich will hier gar nichts erobern. Und jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt habe ich überhaupt kein Licht mehr. Na super. Hier. Okay. Also ich sehe den Säbel von ihm. Wow. Wow, wow. Was zum Geier? Das sind tatsächlich mehrere. Ah, das ist ganz schlecht. Jetzt stehe ich doch sicher wieder mit dem Rücken zum Wand zu einem. Ja, das ist ganz ein mieser Plan. Also 135 und die Seen verloren. So ganz nebenbei. Ich glaube, das waren 80.000 Seen. Okay, hier muss ich eindeutig einen Planwechsel machen. Das geht gar nicht. Also das Licht am Anfang werde ich komplett verzichten. Und wir rennen auch schneller durch. Wir können nebenbei. Das ist mein... Ihr werdet es gleich sehen, ich habe ein Riesenproblem in der Zwischenzeit. Nämlich menschliches Bild habe ich nur nach 18. Das liegt daran, dass ich PvP getrieben habe. Hätte ich vermutlich besser sein lassen. Ach, und schaut euch dieses roten Schimmern an, von diesem Symbol. Da ist der neue Grafikeffekt ein bisschen übertrieben. So, wir nehmen wieder dich rein. So, und jetzt versuchen wir uns zu erinnern. Es ging doch hier rein. So müssen die Steine immer wieder kommen. Ey. Hier rein, hier rüber. Bis weg. Dann hier nach oben. Ich versuche jetzt am besten einen Weg zu finden. Hier ran. Okay. Nein! Nie das Ziel aus den Augen verlieren. Einer der wichtigsten Überlebenstipps. Dark Souls. Du kannst mir nachkommen, das ist mir egal. Mal gucken, wie weit er mich verfolgt. Gehen wir hier rein. Hier waren Geister. Da war der erste Geist. War hier. Komm. Der zweite Geist war doch hier rechts, oder? Hier. Hm? Oder hier?
Okay. Trifft er? Ich komme nicht ins Ziel. Hallo, hier ist er. Da drüben war doch auch noch irgendwo ein Geist. Ja, da ist er. Ja. Man müsste vermutlich abwarten, bis er einmal trifft und dann einmal zuschlagen. Ich klopfe mal an. Ist jemand zu Hause? Das ist der Schlag von oben. Drängst du dich im Vordergrund? Jetzt kommt der und überholt wieder. Er macht das geschickt. Das ist ja wie im Wrestling damals im Schlechten. Als abgeklopft wurde. Boah. Nee, nicht. Ob jetzt noch der Zombie hinter mir rumrennt? Wow! Gute Reichweite, mein Junge. Okay, trinken wir was. Komm. Jabba! Jabba! Also, wenn es irgendwann mal wieder einen Lichthelm gibt, dann bin ich richtig glücklich. So, du gehst weg. Da hinten hat nämlich noch einen Zombie. Nee, das ist ein Geist. Komm, Schlag. Voilà. Hätten wir eigentlich das Schlimmste geschafft? So ein Lichthelm aus Teil 1, der wäre hier genial. Würde vielleicht aber auch viel von der Grundstimmung kaputt machen. Super. Daran habe ich nicht gedacht. Wo ist er? Da ist er. Ja, und dann bin ich zu schwer. Dann musst du weg. So, jetzt will ich endlich mal was sehen hier unten. Okay, da hinten ist gleich der erste. Den holen wir uns. Hey, der tötet mich. Ist das... Da muss es... Da gibt es ganz sicher noch einen anderen Weg. Aber ich schreibe mir natürlich trotzdem den Tod auf. Da gibt es ganz sicher noch einen anderen Weg. 136 war das. Aber das ist ja... Das ist eine gemeine Stelle. Okay. Ja. Das ist wieder eine von denen, wo man als Blindspieler an seinen spielerischen Möglichkeiten zweifelt. Und nachher, wenn man das Spiel kennt, vermutlich einfach nur durchrennt und sich daran erinnert, wie einfach es doch wäre. Komm. Erst. Fertig jetzt, Arbeit? Gut. Wieso bin ich jetzt vergiftet, hey? Eins zurück. Lydia kaputt, die kennen wir glaube ich schon. Jetzt merke ich gerade, ich muss hier noch was ausrüsten. Nehmen wir in dem Fall. Nehmen wir die. So. Schon wieder die gleiche Stelle. Nee, aber hey, muss das denn sein? Komm. Kenn dich. Und ich würde sagen, leider brauche ich die später noch. So. Nehmen wir die stattdessen. Jetzt ist es der Geist hier. Nee, doch eher hier. Da zum Glück nicht so eine gute Reichweite. Kann sich ja nicht bewegen. Da ist er gefangen in der Mauer. Also sind nur Vorteile für mich. Dann müsste... Ja, und die Kammer macht mich heute ein wenig wahnsinnig. Oh, kritischer Treffer. Da war doch hier drüben noch mal einer. Den hier bitte.
Habe ich jetzt eigentlich unten wenigstens einen erwischt? Ich weiß gar nicht. Weckruf? Nicht reagieren? Also als Magier hat man es hier vermutlich auch einfacher. Sagt's und stirbt's. Warum mache ich es mir eigentlich so schwer? Ich bin doch Magier. Warum sagt mir denn das niemand? So, vergiftet euch doch selber. Ja, auf Gift scheinen sie ja gar nicht zu reagieren. Scheint ihnen eher gleich zu sein. Ja gut, dann halt wieder so. Ah, das war der dritte Schlag. Der vierte kommt. Wo ist der zweite? Hier ist er, im Dunkeln. Nee, das ist der Geist, den will ich gar nicht. Hab ich beide erwischt? Okay. Zwei auf einen Streich. Wie ich das geschafft habe, ich hab's nicht mal gesehen. Aber, nee, ich dachte doch, das kann doch niemand sein. Wie geht's dir? Du bist noch sehr, sehr lebendig. Noch sehr, sehr lebendig. Ist okay. Na komm, nochmal. Ja, und jetzt? Nein! Wow! Wow. Jetzt aber. Schluss aus. Der Maus. Also gut, unten haben wir jetzt einen Grabstein erledigt. Einen einzigen. Das sind also noch mehrere. Das bedeutet, ich habe keine einzige Idee. Logisch. So. Ich habe keine Idee, wie ich das hier unten lösen könnte. Vermutlich eben, indem man einfach aus einer anderen Richtung kommt. Das Ding steht ja auch noch. Okay, der ist weg. Wenn die unendlich respawnen, während man gleichzeitig die Gräber erwischen muss, dann ist das tödlich hier. Ich wüsste auch nicht, wann man trinken soll. Und man sieht ja nichts ohne Zauber. Das ist eine ganz, ganz miese Stelle. Und ich habe einen Fehler gemacht. Einen grausamen Fehler. Muss man hier durchrennen? Werden das irgendwie mehr? Hey, ich sehe gar nichts. Da ist wieder einer. Das sind drei. Miteinander. Vier. Fünf. Das ist... Ich muss einen Alternativweg suchen. Das kann nicht der richtige Weg sein. Also irgendwie, naja, Todnummer 137. Das kann nicht der richtige Weg sein. Irgendwie kommt es mir da sehr spanisch vor. Gibt's denn einen Alternativweg? Ich wüsste spontan keinen. Komm, machen wir wieder Licht ins Dunkle. Vielleicht sehen wir, übersehen wir irgendwas. Weil das ist, das Spiel ist ja gemein, aber so gemein kann ich es mir jetzt auch nicht vorstellen. Da gibt es doch sicher einen alternativen Weg, den man einfach noch nicht gesehen hat. Hey. Bleib weg. Such nach Alternativwegen, nicht nach dir. Okay, hier geht's nirgends weiter. Ja, du auch. Du auch. Du bist auch im Weg. Ah, also... Ich will mich noch nicht über das Level beklagen, aber es nervt mich schon leicht. Und zwar nervt es mich, weil die Steine überall noch im Weg sind. Ja, okay, ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Mal gucken, wo man da lang kommt. Okay. Also hier wird es noch weiter nach unten gehen. Ich
gibt's eine Treppe nach. Okay, hier gibt's ein. Ja, du bist aber ganz sicher keine liebe Falle. Doch, vielleicht. Keine Falle. Seelengefäß, wow. Wo kommen die hier lang? Ach, das ist wieder eine Episode. Dafür schämt man sich dann. Was gibt's hier? Seele eines Helden. Ach, jetzt sind wir wieder am Startpunkt. Tu mir das nicht an. Ach, okay. Dann ist es akzeptiert. Dann würde ich sagen, speichern wir hier nochmal. Machen nochmal eine Runde. Das war jetzt, weil ich das ungefähr noch in Erinnerung habe, ungefähr hier lang. Dann hier raus. Hier nach rechts. Hier runter. So. Machen wir hier wieder Licht. Also jetzt sind wir hier nach innen. Das ist ein super Weg. Hier, irgendwo ging es doch nach unten. Genau, hier geht es nach unten. Ist da ein Gegner? Verhüllte Statue, aber dich kann man nicht benutzen. Muss man dir irgendwas darbieten, oder? Sehr, sehr speziell. Also hier geht's nicht weiter. Zumindest. Also damit hat es sicher noch was auf sich. Ich wüsste nur noch nicht was. Und das ist tatsächlich eine Sackgasse. Aber mit dem Seelengefäß, da kommen wir natürlich weiter. Das heißt, ich könnte einmal wieder meine Skillpunkte verteilen. Ist natürlich immer gerne gesehen. Ja, das ist jetzt weniger gut gewesen, was ich jetzt gemacht habe. Aber spielt keine Rolle. Denn ich werde eh gleich wieder dahin müssen. Ich kann ja gleich wieder ausruhen. Ich verabschiede mich schon mal für die Episode. Ich glaube, das war jetzt eine halbe Stunde. Wenn nicht, es hat sich mindestens wie eine Stunde angefühlt. Auch wenn wir keinen Schritt vorwärts gekommen sind. Na gut, wir haben ein Geheimnis kennengelernt. Immerhin war es nicht ganz umsonst. Aber dann würde ich das nächste Mal auch wieder von hier weitermachen und die Gegend noch genauer erkunden. Auf gleich wieder!